Es hat über ein Jahrzehnt gedauert, bis nach der Veröffentlichung des eher unterdurchschnittlichen Silent Hill Downpour ein neues Silent Hill angekündigt wurde. Neben den vielen anderen Ankündigungen hat jedoch besonders das Remake zu Silent Hill 2 meine ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ich habe mir den Konami-Stream nochmal ganz genau angesehen. Ich würde sagen, lasst mal drüber reden. Hey, da sind wir wieder. Ich bin der Andi. Willkommen bei Screenfire. Bevor wir mit der Analyse des Silent Hill 2 Remakes und aller verfügbaren Infos starten, vergesst doch bitte am Ende des Videos nicht ein Like und Abo dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten findet ihr mich natürlich auch über Instagram unter dem Usernamen TheJediBird85 und könnt dort bei Ankündigungen über meine Stories up to date bleiben. Der Trailer beginnt mit James' Ankunft im dreckigen öffentlichen WC, ähnlich wie wir das aus dem Original kennen. Die Bewegungsanimation sieht sehr flüssig und natürlich aus. Wie an späterer Stelle im Stream gezeigt wurde, wird wie bei AAA-Titeln üblich mit Motion Capturing gearbeitet. Heißt, die Schauspieler spielen ihre Szenen mit Tracking-Punkten am Körper nach, womit man die Ausführungen der Charaktere nicht mehr animieren muss, sondern echte menschliche Bewegungen hat. Wieso erwähne ich das extra? Nun ja, das Entwicklerteam des Silent Hill 2 Remakes ist das Blooper-Team. Ein polnisches Horror-Indie-Studio, welches vor allem durch Layers of Fear, Blair Witch und dem Medium bekannt geworden ist. Alles solide bis sehr gute Spiele, aber eben keine AAA-Produktion. Da schaue ich natürlich auf technischer Seite nochmal ganz genau hin. Der Creative Director des Silent Hill 2 Remakes ist übrigens Matthäus Lennart. Er war auch der Director für das Blair Witch Game. Lead Producer ist Marci Glomp. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig gesagt. Der war für die Qualitätssicherung von Blair Witch und Layers of Fear 2 zuständig. Also zwei Leute, die jetzt keine jahrelange Erfahrung mitbringen, aber durchaus etwas qualitativ Hochwertiges vorzuweisen haben. Allerdings bekommt Blooper Team Unterstützung von zwei Entwickler-Urgesteinen der Silent Hill Serie. Mashiro Ito, der als Art Director in Silent Hill 2 und 3 fungierte und für das Creature Design im Allgemeinen zuständig war. Und Akira Yamaoka, der den Soundtrack der Spielerei komponiert hat. Yamaoka hat sich bereits zu seiner Arbeit am Remake geäußert und gesagt, es wird für ihn eine Herausforderung werden, einen qualitativ gleichwertigen Soundtrack abzuliefern. Er will nämlich nicht einfach nach Schema F alles kopieren, sondern einen neuen Stil einfließen lassen, der zum Spiel passt, aber trotzdem die alten Fans mit abholt. Das ist übrigens der Tenor aller Beteiligten. Man will das Spiel nicht eins zu eins kopieren, sondern eigene Einflüsse mitbringen, ihm eine neue Form geben, ohne aber das zu verlieren, was es so großartig und ikonisch gemacht hat. Das ist meiner Meinung nach genau der richtige Weg, aber natürlich eine unglaubliche Herausforderung. Um ehrlich zu sein, ich möchte nicht in ihren Schuhen stecken. Ich finde, Konami hätte diesen Weg auch im Schriftzug nochmal deutlich machen müssen. Das hat Capcom mit dem Resident Evil 2 Remake damals genau richtig gemacht. Wenn schon das Logo eins zu eins das gleiche ist, dann wird die Erwartungshaltung der Fans auch in diese Richtung getrieben werden. Dabei sieht man schon im Trailer an Szenen wie dem blutigen Taschentuch oder wie Pyramid Head aus dem Regen ins Gebäude kommt, dass es nicht in eine Richtung eines The Last of Us 1 Remakes oder des Gears of War Remakes geht. Lasst uns nochmal über James sprechen. Konkret über sein Gesicht, welches für viele merkwürdig und irgendwie nicht richtig wirkt. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, was das Problem sein könnte und bin tatsächlich auf Dinge gestoßen, die erklären können, wieso viele so ein Problem mit seinem Äußeren haben. Erst dachte ich, es ist vielleicht die falsche Casting-Entscheidung gewesen. Aber dann habe ich den Schauspieler gegoogelt, Luke Roberts heißt er, und eigentlich finde ich ihn nicht verkehrt als James. Er ist ein bisschen älter, okay, aber sein Gesicht wirkt in echt nicht im Ansatz so merkwürdig wie im Trailer. Silent Hill 2 wird auf Basis der Unreal Engine 5 programmiert und die ist dafür bekannt, die Grenzen in Richtung Fotorealismus noch weiter zu pushen. Weswegen wir sehr schnell ins Uncanny Valley vorstoßen. Nur um euch kurz zu erklären, was das ist. Ab einem gewissen Punkt, kurz vor einem echten Menschen, also wenn die Ähnlichkeit zu 95% da ist, kann unser Gehirn das Gezeigte nicht mehr richtig einordnen. Es sieht optisch, dass alles korrekt ist, aber doch nicht so ganz. Wir machen ja nichts anderes als den ganzen Tag in menschliche Gesichter zu schauen und sie unterbewusst zu analysieren. Deshalb ist unser Gehirn gerade dazu darauf geeicht, trotz einer extremen Annäherung sich nicht so schnell verarschen zu lassen. Unser Hirn hat quasi eine Erwartungshaltung, wie ein Mensch auszusehen hat, wie das Licht auf ihn fällt, dass er Mikroausdrücke hat und so weiter. Und diese Erwartungshaltung wird dann gerade so nicht zu 100% erfüllt und das ist komisch für uns.
Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt bzw. der tragendste Punkt. Hinzu kommt dann natürlich auch noch, dass wir ein festes Bild von James im Original vor Augen haben, was dem neuen James halt nicht entspricht. Ich finde rückblickend das Casting nämlich gar nicht so schlecht und hoffe, dass Blooper bis zum Release das Problem aus technischer Sicht noch besser in den Griff bekommt. Apropos Release. Wann soll eigentlich das Silent Hill 2 Remake erscheinen? Bisher gibt es kein Datum, aber es gibt Informationen, die uns einen Veröffentlichungszeitraum sehr gut eingrenzen lassen. Der Firmenpräsident vom Blooper Team, Piotr Babeno, ich hoffe, ich habe diesen Namen auch richtig gesagt. Jedenfalls, er bestätigte, dass das Entwicklungsteam bereits seit 2019, also seit 3 Jahren, an dem Projekt sitzt. Außerdem befinden sie sich wohl in einer finalen Phase der Produktion. Wenn man davon ausgeht, dass die Entwicklung eines Spiels wie Silent Hill 2 ungefähr 3 bis 4 Jahre verschlingt, dann können wir mit ziemlicher Sicherheit von einem Release im Jahr 2023 ausgehen. Ich persönlich rechne mit Sommer bis Herbst. Wenn sie es im Sommer bringen, dann gibt es nicht viel Konkurrenz und im Oktober ist halt Halloween und Horrorzeit. Das würde sich auch gut anbieten und viele AAA-Games werden ja allgemein in diesem Zeitraum veröffentlicht. Laut Babeno wird das Budget zu 100% von Konami gestemmt und bisher wurden alle verlangten Meilensteine auch erfüllt. Das offizielle Release-Datum soll wohl auch bald von Konami kommuniziert werden. Aber eine Sache muss ich noch dringend klarstellen, es gab große Aufregung darüber, dass das Spiel ein reines PlayStation-Game werden wird und ich kann euch jetzt schon sagen, das ist nicht so. Im Stream selbst sagt Konami ja sogar, we're happy to launch on PlayStation, also wir freuen uns darüber dort zu starten. Es erscheint 1 Jahr exklusiv für PlayStation und für den PC und dann kommt es auch nach 12 Monaten auf die Xbox. Klar, trotzdem ärgerlich für Xbox-Spieler, aber sind wir mal ehrlich, das gab es andersrum auch schon und mich würde es nicht wundern, wenn nach 12 Monaten sogar eine Cloud-Version für die Switch erscheint, wie es gerade auch bei Resident Evil 2, 3, 7 und Village der Fall ist. Was es ansonsten gameplay-technisch noch zu sagen gibt, was im Trailer nicht so hervorgehoben wurde, ist die Kameraperspektive. Das Original hat ja eine erhöhte, manchmal leicht isometrische Sicht mit einer fliegenden Kamera. Im Remake werden wir auch wie in den Resident Evil Remakes eine Over-the-Shoulder-Perspektive bekommen. Es bleibt also bei Third Person nur eben eine andere Variante davon. Das war es auch schon mit allen aktuellen Infos zum Silent Hill 2 Remake. Schreibt mir doch eure Meinung in die Comments. Seid ihr gehypt auf Silent Hill 2 oder doch eher skeptisch? Wenn ihr meine Trailer- und Gameplay-Analyse zum Resident Evil 4 Remake sehen wollt, dann klickt auf das obere Video. Und wenn ihr mein Mohico Chris Unboxing mit dem echten Chris Redfield von 1996, Charlie Kraslowski, sehen wollt, klickt auf das untere Video. Dort könnt ihr auch eine von ihm signierte Fassung des Resident Evil 1 PlayStation Originals gewinnen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Wie immer, habt Spaß bei was auch immer ihr schaut und zockt und wir sehen uns im nächsten Video.